Ja, dachte ich mir fast schon. Entziehen wir dir mal Leben, weil aufhören können wir eh nicht. Oh. Mhm. Nur nicht runterfallen wieder. Ich wusste, da ist noch einer. So. Was haben wir jetzt Schönes gefunden? Advanced Zapper, das ist schon mal gut. Und Formant Boots. Ich nehme irgendwie lieber die Resistenz, aber die Boots nehme ich trotzdem mal mit. Wie gesagt, das hier sieht auch wieder aus, als ob sich hier irgendwo das Secret verstecken könnte. Wie gesagt, das Problem ist halt, etwas hier unten zu sehen. Gut, dann bleibt nur noch der Weg hier. Dich kann ich nur schieben. Dich kann ich auch nur schieben. Ah ja. Hier höre ich halt wieder die Flattermechanik. Da sehe ich's. So, hier könnte ich theoretisch gegen dich kämpfen oder dich einfach kaputt hauen. Da ist keine Munition dabei. Ja. Die muss ich hier aus dem Weg schieben. Das hier würde zum Beispiel auch als Secret passen, wenn man es mir schon so fröhlich zeigt. Weil manchmal sind die Secrets ja auch offensichtlich gewesen, nur halt in dem Boiler Room. Was bist du? Du warst einfach nur ein Vieh, okay. Oh, nö. Ich sterbe, oder? Nein. Ich sterbe doch.
Das hier würde sich zum Beispiel auch gar nicht schlechter als Secret machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Knopf hier versteckt wäre. Auf die Dinger schießen bringt zum Beispiel nichts. Aha. Ein Stahlschwert. New Found Joy. Das lese ich, wenn ich hier raus bin. Wow. So, dann weichen wir hier wieder aus. Ja, ich krieg das Fomium. Au. In der Säure wollte ich eigentlich nicht drin stehen. Ich kann dem aber. Au. Das ist schmerzhaft. So. Geh einfach sterben. Munition. Nicht schlecht. Integrity und Toughness mal wieder. The Guardian Shotgun kann auch mit. Revolte. The fools revolted. It began within my own team of underlings and quickly spread to the common workers. They accuse me of people disappearances, that I neglect safety and push them to the limits in taking grave risks. Useless worms! They have no idea that some of them have already become a part of my secret experiment, one not even Marcus knows about. At the gathering, even James Kroll, the prodigy kid and loyal follower of my endeavors, questioned me. Questioned me, Laura Reich. What nerve! And then he pointed at my fumium amplifier headset, accusing the substance of having infected me. All of a sudden, this uncontrollable primal anger took hold of me. I lashed out at him and struck him with a discharge. The kid just collapsed to the ground with his eyes gouged out and his brain leaking out of his ears. And then I blacked out. I just can't believe what was happening during my absence. Why would Laura do such things? At least the state the tower's in is starting to make sense now. Aha, und das klingt auch danach, also sie beschreibt, wie sie unseren guten James Kroll mit irgendeinem Blitz mehr oder weniger geschmolzen hat, also sein Gehirn. Das könnte wirklich ein Anzeichen darauf sein, dass sie die Psycho-Tante aus der letzten Aufnahmesession war. Newfound Joy von Jane Shane. Hey Freund, erinnerst du dich an meinen letzten Brief? Darüber, wie langweilig das Leben hier war? Nun, vergiss, was ich gesagt habe. Wir arbeiten an einem neuen, aufregenden Experiment, geleitet von Laura Reich. Sie ist erstaunlich. Und ich muss sagen, ich habe endlich meinen Platz im Turm gefunden. Ich werde nicht in der Lage sein, dich so schnell zum Lunch zu treffen. Du weißt schon, begraben unter all diesen Testgläsern und Papieren und Aufgaben, haha, Jane Shane. Die weiß auch nicht, wo sie sich reingeritten hatte. Ja.
Gut, damit mache ich hier auf und zu. Bin hier eigentlich schon wieder? Ja, einmal am Ausgangspunkt. Gut. Ich möchte aber trotzdem immer noch gerne da rein. Secret und so. Ich komme aber nicht von hier aus rein, hä? Ich muss wirklich durch die Gefahrenzone wieder zurück. Hm. Ich dachte, ich könnte das vielleicht irgendwie abstellen, aber scheinbar kann ich das nicht abstellen. Schade. Na gut, der hier ist recht schnell. Nur der hier ist recht langsam. Ja. Warten wir noch mal ab, bis er wieder hier rumfährt. Dessen kann ich ja mal gucken, ob nicht doch eher hier. Der Schalter irgendwo versteckt ist. Wow. Sieht aber fast nicht so danach aus. Also ich hätte wirklich geglaubt, dass sie so gemein sind und ihn hier drin verstecken. Weil das ist wahrscheinlich eins der Secrets. Ja. Es ist aber auch nicht gerade fair, hier drin was zu finden, während man von dem Tag fast zermoscht wird. Vor allem, wie kann so eine... Was macht überhaupt so eine Holzstachelwalze hier drin?
Ja, außer mich töten wollen. Oder alles andere, was lebendig ist. Ja, und hier ist auch nichts. Was das Ganze öffnen könnte. Oder doch? Ah, Tatsache. Wie Peter. Oh, sorry und Switcher. Gut. Nehmen wir den Switcher mal mit. Nehmen wir den. Wie Peter. Also wie Chance. Instant Reload. Ja, macht nicht mehr Schaden als meine Waffe. Hat aber eine Chance, dass ich zweimal damit schießen kann. Und sorry. Hey Jane. Also von jemand Neuem wieder. Hey Jane. Sorry. Tut mir leid, dass ich von deinem Problem gehört habe. Ich finde kaum eine Minute, um dir zurückzuschreiben. Warte, Jane war... James Quall, John, Lucy, Laura... Ach, Jane Shane, das war die, die wir gerade hatten. Vor wem ist das Sorry jetzt genau gewesen? Ah, von Peter Olsen. Also, hallo Jane, tut mir leid, dass ich von deinem Problem zu hören. Ich finde kaum eine Minute, dir zurückzuschreiben. Ich mache hier Doppelschichten seit... für immer. Keine Zeit für meine für mich selber oder die, die mir nahestehen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir die Treibstoffpumpen ersetzen müssen. Nicht Stück bei Stück, aber sondern die gesamte Technologie. Zuerst Diesel statt Dampf, nun Fumium statt Diesel. Wenn du mich fragst, Diesel war ganz okay. Und wir hätten damit weiterarbeiten können. Ein paar meiner Männer sind skeptisch wegen der neuen Substanz. Ah nein, sind krank geworden durch die neue Substanz und wurden in die Krankenstation geschickt. Ach, sie wurden verbrannt und wurden zur Behandlung geschickt. Ich habe mir noch niemals so seltsame Verbrennung gesehen. Wie auch immer, tut mir leid für die Nachricht. Nee, sorry for the rent. Rent, was war rent nochmal? Wie auch immer. Leider schaffe ich es nicht in die Kantine morgen. Vielleicht nächste Woche? Ja, Peter Owens. So. Dann gucken wir doch, dass wir hier rauskommen. Okay, damit haben wir schon mal das erste Secret gefunden. Das heißt, das zweite werden wir auch noch finden. So, aber hier mache ich jetzt erstmal einen Cut. LP008. Bevor wir hier dann weiter gucken. Weil hier geht es dann wohl hier weiter. Also, bis dann.